Moin Moin YouTube und herzlich willkommen zu einer Donnerstags-Opening-Challenge zu Battles of Legend Relentless Revenge. Haben wir heute jeweils ein Display am Start. Ich werde es heute zusammen mit Daniel aka The Envoy aufmachen. Auch mal wieder hier. Ja, hast ja letzter Zeit auch mal ein bisschen so die Openings mit übernommen. Wir wechseln das immer gerne ab zwischen Sören und Daniel, je nachdem, wer gerade da ist. Sehr schönes Set, hat ein interessanteres Opening, sagen wir mal, am Montag. Da haben noch ein paar interessante Karten gefehlt. Hoffentlich ziehen wir jetzt quasi den Rest zusammen. Wäre schön, wie sie von jeder Karte aus dem Set eine Karte zu ziehen. Rarity-technisch hat sich ein bisschen was geändert zu BLR, wo noch relativ alle Karten immer noch irgendwie so halb drin waren. Hier ist es schon so, gibt noch viele Karten, die halt irgendwie noch fehlen. Bin ich mal gespannt, was die anderen Displays hier halten können. Und allgemein wirst du nachher wahrscheinlich auch noch während des Openings sagen. Sehr schönes Reprint-Set. Gibt ja insgesamt mehr Karten in dem Set und auch das Verhältnis von Ultra und Secret hat sich verändert. Deswegen sind die Secrets jetzt seltener als vorher. Genau, ich würde sagen, wir steigen ein. Vielen Dank nochmal an Trader Online fürs zur Verfügung stellen des Produktes. Und falls ihr selbst Interesse habt, mal sowas zu öffnen, dann checkt ihr auf jeden Fall ab. Unten habe ich das nochmal in der Beschreibung verlinkt. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Fang du mal an. Damit du das letzte Boosters. Ach ja, übrigens, ich werde wahrscheinlich kein E oben rechts hin machen, weil sowieso klar ist, dass Daniel gewonnen hat. Dann schauen wir mal. Wir haben Nummer 41, Baguska, der schrecklich müde Tapir, Norito, der moralische Führer, Kürbiskutsche, das erinnert mich so ein bisschen an die Gold Series, wo auch die ganzen coolen Karten drin waren, und Norito war mit dabei. Kürbiskutsche, Sephelon, der ultimative Zeitherrscher und die Phantomritter, der leisen Stiefel, wenn ich irgendwie noch 6 in Super Rare oder so habe. Die sind auf jeden Fall neu. Ja. Das ist so cool, wenn der irgendwie so liegt, irgendwie, dann erkennt man sein Gesicht nicht mehr. Seine Augen verschwinden einfach. Kaiki, der Einheitsstern, Cyberlarve, Shura, der Kampfstern, Cyberdrache und Crystron Quandex. Yay, die Secret Rare. Da war ich ein bisschen enttäuscht, dass ich jetzt schon den Reprint bekommen habe. Ich habe schön auf meiner Invasion Vengeance Geist rumgesessen. Feierliches Urteil. Künstler, Zauberer, Schadensjongleur. Strand von Kyoto. Alter Geist Hextia. Und Glasslipper. Passend zur Prinzessin. Ja, ja. Der Name so richtig mega generisch. Ich sag dir auch Bescheid, welche Karten wir dann zur Seite legen, wenn du mal welche dabei hast. Nicht den Quandex? Nee. Doch den Quandex nicht. Nee. Also momentan nicht. Wahrscheinlich, wenn die gucken, dann sind bestimmt so 100 Euro oder so. Cyber-Eltaninen. Psi-Hüllentreiber. Ein Psi-Soldat, der auf Lichtblitzen in die Schlacht gegen die Sicherheitskräfte zieht. Er verwendet einen autonomen Verstärker, der Psi-Hülle genannt wird. Ich habe mich letztes Mal vergessen vorzulesen. Millionenfresser, Finsterlord Verzauberung und Wiedergeburt. Ja, die kannst du rauslegen. Das ist eine gute Karte. Ist schön, dass wir jetzt hier auch in Secret Rare haben. Jetzt kann man sich wirklich aussuchen. Super, Ultra, Secret, Rare, Common, Black Rare, Starfoil. Fehlt noch die Ulti. Mir fällt gerade auf, dass sie gar nicht gebogen sind. Leicht. Also sie biegen sich wahrscheinlich noch ein bisschen, nachdem man sie ausgepackt hat. Weil wenn man sich die Super Rare schon mal anguckt, die biegen sich schon mal sehr, sehr stark. Ich nehme an, dass die sich nachher dann so nach außen wölben. Finsterlord Kontakt, Eiserner Ritter, Zerstörungsziehen, Eisenhans. Ganz schön viel von dem Deck und Prinzessin. Da haben wir sie auch noch mal aus dem Deck. Yay. Hallöchen, Prinzessin. Die heißt ja manchmal auch in allen anderen Sprachen so, ja, oder auf jeden Fall im Englischen. Im Englischen heißt sie auch so. Wahrscheinlich heißt sie dann überall so einfach, weil das Deutsche so richtig klingt, weil das so Märchensprache auch ist. Nummer 41, Baguska, der schrecklich müde Tapir. Norito, der moralische Führer. Kürbiskutsche. War das nicht dieselbe Booster, die ich auch hatte? Sephelon, der ultimative Zeitherrscher und Argonische Darsteller. Das ist schön, endlich mal. Wir werden keine gezogen. Kann man rauslegen, ja. Ich sag ja, du führst ja schon wieder. Dry Diagram, natürlich wieder in derselben Rarity. Warum hat man hier aber nicht die Ultra gegeben? Verstehe ich nicht. Warum gleich dieselbe? Vor allem, er kriegt ja dann nochmal Reprint, nochmal Secret Reprint in der Megatin. Like, what? What? Warum? Geiersäbel, der Blitzschatz. Guck mal, hier haben sie es richtig gemacht. Cyber Eltenen. Schwertkämpfer der Lithmus Verdammten, Akte Kaiju und Oberster König Drachen Finstergewürm. Das finde ich sehr, sehr schön. Das ist toll für Pendelplayer. Schöne Karte aus Arc 5. Ja, die einzige Kamen, die noch im Deck war. Quasi. Gefühlt ja. Ich glaube, das ist wirklich so. Ja, gut. Ja, stimmt. Also eigentlich als andere kann man in einer höheren Rarität spielen. Ja. Feierliches Urteil. Künstler, Zauberer, Schadensjongleur, Strand von Kyoto, Alter Geist. Hatte ich nicht genau das gleiche Pack auch gehabt? Und Kartenkavallerist. Irgendwie. Hä? Gefühlt hatte ich das genau die gleiche Reihenfolge. Ihr könnt das gerne in den Kommentaren schreiben, weil ihr könnt ja zurückspulen. Wir können gerade nicht zurückspulen. Törichte Begräbnisbeigaben. Reprint Nummer 2443. Also könnten wir schon, aber das wäre ein bisschen unpraktisch. Ja, edler Ritter Mandrot. Cyberlarve. Vollmetallphose Alkahest. Und brillante Fusion. Endlich. Sehr schön. Sehr schön, dass sie eine Secret Print bekommen hat. Für alle Leute, die vielleicht die Ulti sich nicht leisten können und trotzdem eine schöne Rarity haben wollen. Finsterlord Kontakt. Eiserner Ritter. Zerstörungsziehen. Eisenhans. Und Cybernotfall. Das ist eine gute Karte, die kannst du mit rauslegen. Gute Cyberdrachenkarte.
Irgendwie bin ich aber trotzdem seit diesem Jahr, seit der, wie heißt die? Seit der Legendary Collection, merkt man so ein bisschen der Secret Rare Effekt. Irgendwie sieht er so ein bisschen normal aus. Er sieht nicht mehr so wirklich präsent aus. Irgendwie sehen die so ein bisschen ausgelutscht aus. Die sehen nicht so wirklich blingy-blingy mehr aus. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht, weil man einfach zu viele Secret Rares heutzutage sieht. Aber es fühlt sich nicht mehr so hochwertig an irgendwie. Die Brilliant Fusion, vor allem zum Beispiel die Landform oder so, die Secret war, das war so, die hat gar, das bringt halt nichts. Alter Geist Textier, Edler Rittertrupp, sehr schön. Nien Naltrom, Eisenhans und Orgot, der Unbarmherzige. Eine Duke Devlin-Karte. Mhm. Auch wenn er die nie als Karte gespielt hat. Nee, aber als Würfelmonsterum. Keine Ahnung, wie die Dungeon Dice Monster. Ja. Kontaktwandeln. Herz des Weltvermächtnisses. Entdeckung des Weltvermächtnisses. Wunderschönes Artwork. Bodenlose Fallgrube und unendliches Licht. Das ist auch eine hier von den Timelords, ne? Ja. Sie haben noch eine weitere. Hm? Die unendliche Maschine. Genau. Heiliges Urteil. Wo ist der Schlag denn, bitteschön? Ja, die Kombo. Künstler, Kombo, Schaden, Schaden. Warte mal, was kam nach dem? Also Hextia war die vorletzte. Dann, danach kam... Oh, das war andersrum. Oder du hast sie so... Nee, ich habe sie andersrum. Ja, okay, Trickster Narkisse, Pyrorex, der Elementarherrscher und Merlin. Schön, ich brauche ein Playset. Ich brauche ein Playset. Daniel, magst hier magst du die Platinum nicht? Ich würde die gerne mal auswechseln. Ich habe auch schon ein Secret Madrod, der fühlt sich da so alleine. Ritual der Litmus-Verdammten, Hayate, der Erdstern, Vorvorbereitung der Riten, Neo-Weltraum, Dark Panther. Panther. Oh, Gamesiel, der Kaiju, sehr der schön. Kriegt. Das ist hübsch. Endlich haben wir mal eine Secret Rare. Oh ja. Das ist schön, den zu sehen, weil die Karte wurde wieder unverschämt teuer. Oh ja. Unverschämt teuer wieder, super rare und rare. Egal wie oft der reprintet wird, ich glaube, die Secret Rare wird auch relativ schnell den Preis wieder hochschießen. Und die sieht Karte. Schon echt schick aus. Die sieht, das sieht echt schön aus bei dem. Kontaktwandeln. Herz des Weltvermächtnisses. Entdeckung des Weltvermächtnisses. Bodenlose Fallgrube. Mhm. Kommt das bekannt vor? Topologik, Gumbler Dragon. Gumbler Drache. Sehr schön. Gumbler. Das hört sich so bescheuert an. Ja. Einfach in Deutsch, das kannst du nicht ernsthaft vorlesen. Das ist eine gute Karte. Sehr schön. Damit kann ich ein bisschen einholen, dein Stuff. Aber anscheinend, wie gesagt, du die besseren Pulse. Ja, noch. Vorbereitung der Riten, reißender Tribut, Tenma der Himmelsstern, den feierlicher Schlag. Den feierlichen Schlag. Okay, ich dachte schon. Den feierlichen Schlag. Und glorreiche Nummer. Genau, den Tenma. Ja, also hier, Tenma. Bester Mann. Ritual der Litmus-Verdammten. Hayate der Erdstern. Vorvorbereitung der Riten. Neo-Weltraum Dark Panther. Irgendwie. Elementarheld aufrichtiger Neos. Schön. Anime-Karte, die einfach hochging, weil sie Anime-Karte ist. Und man kann sie in Hero spielen. Super Handtrap. Eiserner Käfig. Verbannung der Finsterlords, Akte Kaiju, Sandarion, Herr der Zeit und Trickster Reinkarnation Elke. Schön, das ist die erste, die wir überhaupt ziehen. Auch wieder, warum nicht Ultra? Warum auch wieder Secret? Die kriegt doch dann wahrscheinlich, also, die kriegt doch auch nochmal ein Secret Reprint. Ja, wieder richtig. Ja, da genau richtig. Aber hier, sie und Diagram so, da wird sich nicht viel ändern danach. Es sei denn, sie packen die tatsächlich als Promo rein. Was ich ursprünglich dachte, als sie announced hatten, die Megatins, dass die alle als Promo drin sind, so Borrowload und so, Alter. Vorbereitung der Riten, reißender Tribut, Tenma der Himmelsstern, feierlicher Schlag, das sind doch die gleichen Kombos. Die sind nur irgendwie zwei, drei Booster versetzt. Aber dann, die sind die anders. Zwillingswürfel, Hämmerer, dieses Artwork. Schon hässlich. Ich finde den Würfel awesome. Ruf der Würfel, Imdak, der Weltkelchdrache, Millionenfresser, Künstler, Zauberer, Trick Clown und Gleif, der Phantomvogel. Ach, das ist auch Stromberg-Karte. Der aber jetzt warum auch heißt der Gleif? Naja, Japaner können kein L aussprechen, okay. Deswegen ist es Gleif statt Greif. Eiserner Käfig, Verbannung der Finsterlords, Akte Kaiju, Sandaion, Herr der Zeit, lebendes Fossil. Interesting. Aber warum wird der Gleif dann mit E am Ende geschrieben? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Gleif ist Gleif. Na, 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 na. Geboren aus Draconis. Neo-Weltraum Grand Mole. Edler Rittertrupp. Strand von Kyoto. Und lebendes Fossil. Okay, Mirror Match hier. Gleich die Hälfte. Also ich lieg so 10 Kilometer dahinter, glaube ich. Obwohl der Gambler-Drache ein bisschen klärt. Ruf der Würfel, Imduk der Weltkelchdrache, Millionenfresser, Künstler, Zauberer, Trickland, das ist genau die gleiche Kombo, aber dann Crystron Quandax. Okay.
Haben wir jetzt auch wieder so ein Pseudo-Mapping? Zombie des Gleichklangs. Hm. TG Wundermagierin. Raphion, Herr der Zeit. Edler Ritter Medrod. Und Metal Force Mithrilium. Wir hätten noch gar nicht so viele Timelords. Stimmt. Wundert mich, die sind doch Ultra, oder nicht? Ja. Die sollten eigentlich viel öfters auftauchen, aber anscheinend wiederholen sich nur irgendwelche anderen generische Karten. Geboren aus Draconis. Ey, Daniel, kommt mir das nicht bekannt vor? Hattest du das nicht irgendwie von einem Booster gehabt? Und Neo-Welt war im Grand Mode und den edlen Rittertrupp da hinten und der Strand von Kyoto. Ha, genau so. Und den Ruhezustandsdrachen, das natürlich nicht. Mhm. Gefühl kommt immer zwei Booster danach meiner mit deinem Krabbel. The fuck? Gaia-Säbel der Blitzschatten. Cyber-Eltanin. Schwertkämpfer der Litmus-Verdammten. Akte Kaiju und Kaliber Wachdrache. Den kannst du rauslegen. Schön. Beauregard. Gumbler Dragon. Ah. Upsala, da haben wir fast gespoilert. Zombie des Gleichklangs. TG Wundermagierin. Kommt mir das bekannt vor? Raphion, Herr der Zeit und Illa Medrod. Das ist Zufall. Das ist Zufall. Und dann Gamesiel, der Kaiju der Meeresschildkröte. Sehr schön. Aufholversuch oder was? Ja, ich roll das Feld von hinten auf, indem ich einfach die gleichen Karten kopiere, die gut sind. Und dann kriege ich noch die geile Secret oben drauf. Ah. Boah, törichte Begräbnisbeigaben. Edler Ritter mit Rod. Hätte ich den Reprint erwartet. Oder den hier. Full Metal Force Alkahest und Prinzessin. Uns fehlt immer noch das Stromberg Castle. Also das hätte ich gern noch. Das wäre schön, wenn wir jetzt eine kriegen aus drei Displays. Hayate der Erdstern. Duellantenallianz. Herz des Weltvermächtnisses. Finsterlord Nassen. Guck mal, das ist mal eine Abwechslung. Ja. Und Wiedergeburt. Guck mal. Wir rollen das Feld von hinten tatsächlich auf. Mal ein bisschen weiter hier hin. Wir können deine mal ein bisschen auch mit Digger schieben. Hayate der Erdstern, Duellantenallianz, Herz des Weltvermächtnisses, Finsterlord Nassen. Fucking seriously? Glasslipper. Ultra Rare Verteilung kann noch mal angesprochen werden beim nächsten Sitzungsmeeting bei Konami. Künstlerkümpel, Zauberer Trickclown, bodenlose Fallgrube, eiserner Ritter, Zombies Gleichklangs. Ich glaube, die Kombo gab es bei dir auch schon vorher mal. Und unendliches Licht. Ich behaupte, die kriege ich jetzt. Keine Ahnung, das macht keinen Sinn. Warum hast du mich jetzt auf einmal eingeholt? Also auf der linken Seite jetzt ziehst du mir quasi nach. The fuck? Künstlerzauber, Trickclown, bodenlose Fallgrube, eiserner Ritter, Zombies des Gleichklangs. Das war andersrum, oder nicht? Moment. Das war die Kombo. Ja. Das ist andersrum, behaupte ich. Nee, das ist genau richtig rum. Wenn du die zurücklegst, das ist die gleiche Reihenfolge. Ich leg's dir Goldenes so Schloss von Stromberg. Oh, war ja klar, dass er sie zieht. Okay, jetzt kopierst du mich, aber ziehst auch wieder vor mit den Karten. Das ist cool. Lass mal ein bisschen fokussieren. Kannst du was dazu sagen, ein bisschen zu dem Release? Nee, ich habe mich damit nicht viel befasst. Man kann das theoretisch als Engine spielen. Zusammen mit dem Hans, ne? Ja. Weil du damit quasi auch den Extra-Link, meine ich, machen kannst, aber dann keine Normal hast. Also, ich bin mir nicht sicher, wie das geht. Ja, auf jeden Fall. Wirklich, aber die Karte war halt zuerst belächelt worden, ausgelacht worden, als sie rauskam. So, boah, das ist wieder so ein Abfallthema. Der genau so, oh, guck mal, da gibt's Kombos. FTKs, OTKs direkt. Aber die sind halt auch eher so wieder mehr Kartenkombos und sowas. Und unwahrscheinlich, beziehungsweise uns fehlen noch Karten hier und sowas. Nummer 41 bei Guskar, der Schreckmüde Tapir, Verbannung der Finsterlords, Alter Geist, Erscheinung, Metaion, Herr der Zeit. Und die Phantomritter des uralten Schleiers. Okay. Gut, wir haben wenigstens ein Castle. Ein Kastel. Alter Geist Hextia. Edler Rittertrupp. Nieender Albtraum. Eisenhans. Nummer 67 Zwillingswürfel Hämmerer. Der ist der Hammer, habe ich gehört. Kontakt wandeln. Pyrorex der Elementarherrscher. Windfrost der Elementarherrscher. Neo-Weltraum Aquadolphin und Union Hanger. Sehr cool. Die erste Secret, die ich davon habe. Und wahrscheinlich bleibe ich einfach bei den Supers. Der darf sogar auch hier hin. Willst du den Windrose nicht haben? Nee. Gut, dass er kein Borden reprinted worden ist. Nochmal ein Ultra Reprint wäre scheiße. Ich hoffe, der kriegt Secret irgendwann, damit er passend im Deck auch gespielt werden kann. Kontakt wandeln. Pyrorex der Elementarherrscher. Windrose der Elementarherrscher. The End Albtraum. Und Hole Maschine, okay. Gott, Hole Machine. Holy. Okay. Zerstörungsziehen. Tenma der Himmelstern. Idaten der Eroberer-Stern. Duellantenallianz und Glyph, der Phantomvogel. Also bei mir jetzt gelutscht, solange ich keinen Strom der Kassel ziehe. Geboren aus Draconis. Ist mal einer und dann wieder ein Gaia-Säbel der Blitzschatten. Entdeckung des Weltvermächtnisses.
Gabrion, Herr der Zeit. Ich finde, er sieht ganz cool aus. Der sieht cool aus, ja, mit der dünnen Taille und so. Die sieht das, ja, und die haben ja auch alle Gesichter, mächtig, die man kaum sieht. Ja. Und Nummer 75, verblüffender Schwarzschatten. Schwarzschatten. Okay. Ja, genau. Der ist cool. Ja, den kannst du auch rauslegen. Der ist cool. Ist so ein Negate-Monster. Ja, mit 2,6 Def. Ja, und der kann sich, glaube ich, auch wieder, das war das Photon-Monster, das sich wieder, Attachments wieder ransaugen kann. Oder kann das, oder kann das auch? Hm? Nummern kann sich ransaugen. Altergeist-Erscheinung, Ritual der Litmus-Verdammten, Cyberdrache, Neo-Weltraum, Air Hummingbird. Hey, immer wieder beschworen worden, dieses flieg an den Blumen, dann krieg Lebenspunkte. Und Auslöserraupe. Wie viele Packs habe ich denn noch? 4. Oh Gott, da kann nicht mehr 4 drin sein. Kürbiskutsche. Reißender Tribut. Oh. Hylon, der jetzt kommen sie Herr alle. Der Zeit. Finsterlord Kontakt. Und die Phantomritter des uralten Schleiers. Also, ich glaube, meine Ansage von Anfang an wird wahr sein. Du ziehst wieder absolut amazing. Wird schwer, das noch. Norito, der moralische Führer. Nien, der Albtraum. Geboren aus Drakonis. Geiersäbel, der Blitzschatten. Und Tornado-Drache. Oh. Auch nochmal Secret, weil gut und er nochmal Secret kriegt. Warum? Ja. Es sei denn, die kicken die jetzt komplett raus, aber es macht keinen Sinn. Der Diagramm ist schon angesagt. Also ich finde es auch merkwürdig, dass so viel jetzt doppelt reprintet wird. Auch die Phantom Knights jetzt, die nochmal einen Reprint angekündigt haben. Feierliches Urteil. Künstlerzauber Schadensjongleur. Das hatten wir schon so vorher. Trickster Narkisse. Pyrorex, der Elementarherrscher. Und Crystron Quandex. Oh Gott. Oh Gott. So. Eine Reinkarnation Elke oder so wäre gut noch oder so, weil. Spoiler, könnte ich vielleicht gebrauchen. Entdeckung des Weltvermächtnisses. Gabrion Herr der Zeit, sehr cool. Kürbiskutsche, reißender Tribut und unendliche Maschine. Ich hatte schon mal eine Trap, aber nicht die Trap, die ich wollte. Psi-Hüllentreiber. Du ziehst die alle. Kaiki, der Einheitsstern, eiserner Käfig. Regenbogenfinsternis Drache. Ist auch da drin? ja, hier. Spoiler. Gamaziel. The fuck. Aber ich wollte eigentlich darauf hingehen, jetzt hat er endlich den Reprint gekriegt, dass er ultimative Kristallkarte ist, weil er war ja nicht reprinted worden in den Legendary Decks da oder was auch immer. Legendary Duelist Ding. Habe ich mich gewundert, warum? Mhm. Haben die keinen Platz dafür in einem Duelist Pack? Why not? Also das Set verblüfft mich immer noch. In den letzten Packs kommen immer noch neue Karten raus. Ich hoffe, wir haben das gesamte Set. Aber auf jeden Fall, 3 Gamaziels. Schön, Playset. Hylon, Herr der Zeit, Finsterlord Kontakt, Psi-Höhlentreiber, Kaiki, der Einheitsstern, Kartenkavallerist. War das deine umgedreht von vorhin? Keine Ahnung. Gleich habe ich das letzte Pack, also ich werde da nicht mehr einholen. Gar nichts. Windrose, der Elementarherrscher, törichte Begräbnisbeigaben, Schwertkämpfer der Litmus-Verdammten, feierlicher Schlag und die Phantomritter des leisen Stiefels. Des leisen Stiefels. Ja. What the hell? Da wollte das Display mal ein bisschen heftiger agieren. Eiserner Käfig. Regenbogenfinsternisdrache. Windrose der Elementarherrscher. Törichte Begräbnisbeigaben. Das letztes haben wir. Dragonische Darstellung. Yay. Sehr schön. Da bist du jetzt der nochmal da oben drauflegen kann. Ja, ob ich dich noch einhole. Nummer 41, Baguska, der schrecklich müde Tapir. Verbannung der Finsterlords, alter Geisterscheinung. Metallion, Herr der Zeit. Und Finsterlord Ixchel. Kann man die noch rauslegen? Ich glaube, die habe ich nicht rausgelegt letztes Mal. Okay. Nee. Alles klar, wir räumen kurz auf und dann sehen wir jetzt im Recap wieder. Bis gleich. Gut, dann kommen wir zum Recap. Das sind einmal meine nicht so guten Secrets, aber immer noch gute Secrets, wie ich das so gerne nenne in dem Set. So sieht das bei mir aus. Also da sind ja trotzdem sehr spielbare Karten drin. Ja, genau. Kommen wir dann zum Vergleich. Steig mal ein mit deiner coolsten Karte. Ja, da habe ich das Goldene Schloss von Stromberg. Habe ich nicht, aber ich habe einen Gambler-Drachen. Immerhin. Dann habe ich 2 Gamaziel. Ich habe einen. Dann habe ich eine Dragonische Darstellung. Ebenfalls. Eine Wiedergeburt. Ich auch. Eine Reinkarnation Elke. Die habe ich nicht, aber ich habe eine brillante Fusion. Dann habe ich einen Kaliber-Wachdrachen. Den habe ich nicht, aber ich habe einen Tornado-Drachen. Ich habe Nummer 75, verblüffender Schwarzschatten. Den habe ich nicht, aber ich habe einen Unionshanger. Und ich habe einen Cyber-Notfall. Mehr habe ich nicht. Also dann bei den Ultras. Ja, da habe ich 2 Strikes. Da habe ich einen Strike.
Ja, ich würde sagen, die Prophezeiung ist eingetreten, wie ich bereits gesagt habe. Schönes Set auf jeden Fall. Die Rarity-Verteilung bei den Ultras ist etwas fragwürdig, würde man sagen. Dass die wirklich sich so stark wiederholen zwischen zwei Displays, ist ein bisschen... was aber cool ist, aber die Secrets, die sind wirklich random-ish. Also ich finde jetzt, ich glaube, das Einzige, was wirklich Shortprint war, ist, glaube ich, das Stromberg-Castle. Aber das kann man über drei Displays halt auch schlecht sagen. Aber es war immer random. Es, alles mögliche querbeet und einige Karten kamen auch erst ganz, ganz zum Schluss. Also ich glaube, da muss man echt ein paar Displays holen, bevor man das gesamte Set irgendwie zusammenkriegt. Ja, ich hoffe, euch hat soweit dieses Opening gefallen. Ich gebe euch das I da oben, aber das ist eh scheißegal. 100% The Envoy und 0% ich schon wieder. Das ist halt immer so. falls ihr Interesse habt, selbst so ein Produkt mal aufzumachen, checkt meinen Sponsor Trader Online ab. Da wird es wahrscheinlich noch einiges davon geben. Und grüßt ihr mal von mir. Dann wissen sie, dass ihr von mir kommt. Das war's dann hier von uns und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüssi.